Oder Sebastian Vettel, vergessen Sie den großen Preis von Monaco. Wir in der Wesermarsch haben etwas viel Größeres. Die Formel Ochs. Das zweite Ochsenrennen in der Wesermarsch, was am kommenden Wochenende in Rodenkirchen stattfinden wird. Und diese Rennochsen, die Sie hier hinter mir sehen, die werden da miteinander in den großen Wettstreit treten. Da gibt es Xiaomi oder Noxi, die beim letzten Mal schon mit von der Partie waren. Da gibt es den Wesersprinter und Wilhelm, auch ganz wichtig, der für NMT, für Nordenham Marketing und Touristik an den Start geht. Und wir wollen heute schon mal im Vorfeld ein bisschen berichten über das große Training der Jockeys. Wir werden Ihnen ein bisschen vorstellen, wie überhaupt die Idee zum Ochsenrennen entstanden ist. Was muss so ein Rennochse eigentlich alles für Eigenschaften mitbringen, um in so ein Rennen einsteigen zu können? Wir stellen Ihnen die Jockeys vor und vieles mehr. Es lohnt sich also, in den nächsten Minuten dran zu bleiben. Wir stehen hier ein bisschen im Sicherheitsabstand der Rennochsen, aber die Jockeys, die müssen natürlich ihrem Rennochsen ganz nah sein und einen weiblichen Jockey habe ich jetzt hier am Mikrofon. Was muss denn so ein Rennochse eigentlich für Eigenschaften mitbringen? Einmal muss er brav sein, er muss sich natürlich führen lassen bzw. anfassen lassen und dann muss er einfach nur schnell sein. Ist er denn schnell? Ich würde sagen, er ist einer der schnellsten hier mit dabei. Dann müssen wir natürlich eben den Namen erfahren, wenn er schon als möglicher Favorit ins Rennen geht. Wir sind Team 17 Hermann. Wir stehen hier jetzt an der Rennstrecke und die befindet sich auf dem Hof von Volkert Volkens. Wir haben gerade gesehen, es ging schon ein Proberennen hier gerade an uns vorbei und es gab sogar einen Sturz. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Also es kommt also schon mal vor, dass hier ein Jockey runterfällt. Es kommt mal vor, dass der Jockey runterfällt. Aber die sind alle hart im Nehmen, also das geht immer noch ganz glimpflich ab. Ich habe gesagt, Sie stellen hier Ihren Hof zur Verfügung und zwar das schon zum zweiten Mal. Wie sind Sie dazu gekommen, diese Rennstrecke hier auf Ihrem privaten Gelände anzubieten? Wir waren vor etlichen Jahren mal in Bayern und dann haben wir das da gesehen, dieses Ochsenrennen. Und dann haben wir oben hier gesagt, das können wir auch mal machen, ist kein Problem. Und dann hat sich eine GbR gebildet und ich habe meine Flächen bzw. habe ein Sommertrainingslager angeboten und dann nahm es alles einen Lauf. War eigentlich ganz schön. Sie haben auch eigene Ochsen hier am Start? Ich habe eigene Ochsen am Start, 4 oder 5 Stück, ich kann es gar nicht genau sagen, 5 glaube ich. Was müssen denn diese Ochsen eigentlich für Eigenschaften mitbringen, dass man daraus einen Rennochsen machen kann? Die müssen ein ruhiges Wesen haben. Also wie jeder Ochse hat mindestens 2 Jahre Vorbereitungszeit. Der muss halfterführig sein, der muss menschenhandzahm sein und dann kann man mit ihm anfangen zu trainieren. Also er muss schon ein bisschen ruhig sein. So ein, ich sag mal immer, so einen verrückten Hund brauchen wir nicht. Und die müssen natürlich auch sozusagen stressresistent sein, denn wir hören es gerade im Hintergrund. Der Spielmannszug ist heute hier, das hat einen bestimmten Grund, weil die Tiere sollen daran gewöhnt werden, oder? Richtig, die Tiere sollen an Krach und Lärm gewöhnt werden und deswegen haben wir den Spielmannszug Rodenkirchen dazu eingeladen, dass wir also vernünftig mit den Tieren arbeiten können. Sie sollen an Krach gewöhnt werden. So ist es ja am Rennsonntag auch, dass da Krach ist. Gehen wir jedenfalls von aus und dann wird das schon seinen Lauf nehmen. Da muss ich natürlich eine Frage stellen. Es ist sehr laut für die Tiere und das ruft natürlich wahrscheinlich dann auch Tierschützer auf den Plan, weil normalerweise Ochsen werden nicht von Jockeys geritten. Wie halten Sie es da mit dem Tierschutz? Gab es da Anfeindungen und sind die berechtigt bzw. warum sind die nicht berechtigt? Wir haben sicherlich Schreiben gehabt vom Tierschutz oder von den Tierschützern, aber wir haben das Ganze mit dem Veterinäramt hier bei uns in Brake bzw. Jade-Weser, Zweckverband ist das, abgesprochen und die haben uns Auflagen gemacht, was wir zu machen haben. Wir dürfen also die Tiere nicht antreiben, sei es Gärte oder Knüppel, machen wir auch nicht. Was wir machen dürfen, ist vorne an der Ziellinie die Tiere locken mit Kraftfutter oder mit Äpfel oder Bananenschalen, was gerade so
da ist. Und die Ochsen sind ja natürlich auch sehr unterschiedlich im Wesen, was sie fressen wollen. Der eine, der nimmt nur Äpfel, der andere nimmt nur am liebsten Kraftfutter. Ist immer verschieden. Aber allgemein der Tierschutz ist, also wir haben die Auflagen vom Veterinäramt und denen leisten wir Folge. Wir haben auch bei jedem Training einen Bahntierarzt dabei. Auch in Rodenkirchen nachher beim Dings haben wir auch einen Tierarzt dabei. Sind Tieren denn auch schon mal was passiert beim Rennen? Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. Wunderbar. Sie können aber ab und zu mal stehen bleiben, die Ochsen, das haben wir hier schon gemerkt. Es sind eben keine Rennpferde, es sind wirklich Ochsen, die sonst auf der Weide stehen und die auch mal den Dienst verweigern. Wir haben es hier im Rennen schon gesehen und wir gucken jetzt noch mal so ein paar Bilder an von dem Training. You're gracious, asphodacious, flirtatious, try to show patience. Looking for the right time to shoot my steel. Looking for the right time to flash them keys. I'm leaving, please believe. Jetzt stehen wir hier.